Moin Moin, Baltic Fireworks ist zurück. Ich habe euch heute zwei schöne Tschechien-Böller mitgebracht. Den Dumbum F2 Sketchhead und den großen Bruder, den Dumbum 120 Dezibel. Die sind beide in P1 zugelassen, auch in Deutschland erhältlich. Mehrere Shops führen die. Ich habe sie auch in Deutschland gekauft als Schallerzeuger. Lagen hier bei 5 Euro pro Packung. Ich habe gesehen, in einigen Grenzmärkten gibt es sie auch zwischen 2 und 3 Euro. Fangen wir mal mit den kleinen an. Das sind hier die Dumbum F2 Sketchheads. 20 Stück in der Schachtel. Pro Stück haben wir hier 0,24 Gramm NEM. Sehr sauber verarbeitet. Hinten Plastikkappe, vorne der Reibkopf. Schöne kleine Dinger. Und dann haben wir hier den großen Bruder, 10 Stück in der Schachtel, 0,5 Gramm Flash. Auch diese sehr gut verarbeitet. Hinten mit Plastikstopfen, wie sich das gehört. Erinnern sehr stark an diese hier, die altbekannten Cobra P1 von De Blasio Elio. An die Verarbeitung kommen sie natürlich nicht ganz ran. Aber ich denke, man kann sie schon gut vergleichen. Und das werden wir nachher auch nochmal machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zündung. Fangen wir an mit den kleinen Sketchheads. Und noch ein zweiter. Machen wir weiter mit den 120 Dezibel. So, und jetzt der Cobra P1 hinterher. Eine kleine Einschätzung nach dem Test mit meinem ganz persönlichen Fazit. Ich muss sagen, die kleinen haben mir echt gut gefallen für die Größe. Kann man da, glaube ich, nichts falsch machen, wenn ihr die zu einem annehmbaren Preis bekommt. Ich würde mal so sagen, maximal 5 Euro für die Schachtel. Dann nehmt die auf jeden Fall mit. Für zwischendurch zum Ballern super geeignet. Bei den größeren kann man auch nicht viel sagen. Ich habe jetzt zu den Cobra P1 keinen großen Unterschied erkannt. Was mir an den Cobras deutlich besser gefällt, ist der Vorbrenner klassisch bei De Blasio Elio mit diesem leichten Knistern. Das finde ich einfach immer, hat nochmal was für sich. Deshalb, wenn ihr die zum gleichen Preis wie die von De Blasio bekommt, dann nehmt lieber die Cobra P1. Wenn ihr sie günstiger bekommt oder keinen Zugriff auf die Cobra P1 habt, dann auch hierfür für die Dumbum 120 Dezibel eine klare Kaufempfehlung.